Hallo, ich bin's mal wieder, Sven Globetrotter, wie mich einige kennen. Wenn ihr wissen wollt, warum ich denke, dass Dr. Bronners überbewertet ist und dass Feuchttücher zu Unrecht geächtet sind, dann bleibt einfach dran. Tja, und damit bleibt mir nun mal wieder zu sagen, willkommen in meiner Welt. Tja, und da bin ich schon wieder. Das Thema heute, Hygiene, hatte ja gesagt. Wir starten mal mit unserem Doktor. Cooles Produkt, 18 Sachen, wie ich es anwenden kann. Unter anderem kann ich mir die Zähne putzen, Haare waschen, Klamotten waschen, duschen damit. Ich habe es echt lange probiert. Ausprobiert. Ist es gut oder ist es nicht gut, dachte ich für mich. Zähne putzen, der Geschmack geht, es gibt es in verschiedenen Geschmackrichtungen, könnte man vielleicht was finden. Ein Tropfen reicht wirklich, drauf auf die Zahnbürste, ein bisschen nass gemacht und los. Zum Duschen finde ich es echt schwierig zu dosieren und machst du zu viel drauf und hast nur dieses Zeug mit, dann bist du irgendwann am Ende, wenn du lange wanderst, wenn du nur ein paar Tage unterwegs bist, eine Woche oder so, reicht das. Mal dafür ist es dann auch wieder relativ teuer. Und für eine Woche muss ich auch keine Klamotten waschen, da muss ich dieses Zeug nicht haben. Jeder wie er denkt. Zum Sachenwaschen ist es okay. Duschen, wie gesagt, schwierig zu dosieren. Also ich selbst finde es echt nicht so gut. Nicht für den Preis und nicht für das, was es kann. Denn da habe ich was anderes. Und das zeige ich euch mal. Das nutze ich seit Jahren. Und bin hier eigentlich mal auf die Idee gekommen, das zu probieren. Also das schließe ich jetzt erstmal für mich aus. Gut. Ja, was haben wir hier? Eigentlich sind das zwei Bereiche drin. Einmal Hygiene. Da zähle ich jetzt mal mein Handtuch dazu. Und das hier ist eher so Pflege. Und erste Hilfe. Ja. Kommen wir auch gleich nochmal zu. Gut, als erstes mal Zahnputztabletten. Warum Zahnputztabletten? Ganz einfach. Die Dinger kannst du dir in den Mund stecken. Erstmal kannst du sie abziehen, das ist gut. Kannst dir, wenn du 40 Tage unterwegs bist, 80 so Dinger einstecken. Du kannst sie in den Mund stecken, kurz ankommen und kannst dir die Zähne putzen. Das heißt, du brauchst kein Wasser. Und selbst wenn du dann fertig bist mit Zähneputzen, musst du dir nicht zwingend den Mund ausspülen. Du hast nicht den ganzen Mund voll mit Schaum, so wie hier zum Beispiel, oder mit Zahnpaste, das ist dasselbe. Dieses Zeug könnte man eigentlich auch runterschlucken. Gut, das heißt, ich würde Wasser sparen, denn wenn du wirklich unterwegs bist in Gegenden, ich nehme jetzt mal Nevada oder da bin ich auf einer großen Straße unterwegs gewesen, da kam ab und zu eine Tankstelle, da war Wasser noch okay. In der Mongolei. Wasser, Mongolei. Schwierig. Echt schwierig. Und da sind die Tabletten einfach Gold wert gewesen. Ich brauchte wirklich kein Wasser, weil ich die Dinger genutzt habe. Perfekt. Gut. Das ist einmal unser Doktor, den wir ersetzen. Und dann haben wir hier ein Stück Seife. Dieses Stück Seife, nicht immer das gleiche, aber es begleitet mich schon ewig. Die Seife aufzubrauchen ist echt schwierig. Das ist Kernseife. Das Stück habe ich jetzt schon wieder bestimmt ein Vierteljahr mit. Damit wasche ich mich, damit wasche ich meine Klamotten. Und es ist auch noch gut zum Desinfizieren. Also Kernseife kann unglaublich viel. Da müsst ihr euch mal belesen. Ich persönlich finde es am besten zum Haare waschen. Es ist ein bisschen tricky, weil es entzieht Fett unglaublich. Aber selbst wenn man mal eine Entzündung hat, kann man das nutzen. Da wiederum nutze ich auch meine Tüte hier. Ich packe die mal jetzt weiter raus.
Zack. Die Tüte, ein bisschen Wasser reingefüllt, die Kernseife mit rein, kannst du da auch mal hier Nietnagel oder so, ha? Das kannst du dann auch hier mal eintunken. Also du hast, hättest hier auch ein größeres Gefäß. Mitten im Grund, warum ich diese Tüte habe. Und ich habe die Tüte, weil wenn irgendwas feucht ist, dann machst du dir nicht die Klamotten nass. Viele Leute sagen, das atmet nicht, das ist ja doof. Du packst doch abends wieder aus oder morgens. Also von daher wird meine Zahnbürste nicht stocken. Außerdem nehme ich meine Zahnbürste immer, wenn ich fertig bin, und gehe dann hier einfach mal wirklich so über den Arm drüber. Und dann ist die auch trocken. Gut. Ja, Kernseife. Für mich ganz wichtig. Und dann habe ich hier was. Das ist total cool. Ich weiß nicht, ob man was sieht, wie grob das ist. Das ist echt ein grobes Gewebe. Und wenn man hier so drüber fässt, dann ist das relativ rau. Dieses Ding habe ich mir aus Japan mitgebracht. Das war jetzt echt schon einige Jahre. Das ist ein Waschlappen. Kannst du den, hier guck mal, gut in die Hand knüllen, die schrubben, und dadurch, dass dieses Gewebe so offen ist, verdreckt das auch nicht gleich. Ja? Wenn du den sauber machst, auswringst, ist der relativ lange sauber. Kannst dich gut waschen, und jetzt kommt das Beste. Du kannst dir selbst den Rücken schrubben. Das Ding ist total cool. Ich liebe es, habe seit vielen Jahren und habe jetzt mal, weil er jetzt schon ein bisschen gelitten, mal geguckt im Internet. Es gibt die Dinger sogar zu kaufen. Ich glaube, unter japanische Lappen heißt gefunden. Dieses Ding steckt hier mit drin. Trocknet auch relativ schnell. Alles zusammen, kleines Packmaß. Dazu kommt er, ein ganz normaler Deo-Roller. Ich habe hier einen, weil ich empfindliche Haut habe, der sehr hautverträglich ist. Das ist das. Dazu kommen die Tabletten und mein Handtuch. Größer brauche ich nicht. Meistens gehe ich hiermit, also ich mache erstmal so das Wasser ab, dann gehe ich hier nur einmal mit drüber kurz das Nasseste weg und dann ziehe ich meinen Shirt an. Die Sachen, die ich habe, Merino oder sonst irgendwas, die meisten Leute, diese Outdoor-Sachen nutzen, haben mir Sachen an, die schnell trocknen, kurz drüber geworfen, nach einer halben Stunde ist die Nummer erledigt. Ja, ja, meine Hygiene. Dann habe ich hier noch, ganz wichtig, das Zeug nutze ich eigentlich ständig. Dann nutze ich auch, wenn ich nicht wandern bin. Damit creme ich mir immer die Füße ein, damit die Haut nicht rau wird an den Füßen und nicht ruppelt an der Socke. Dieses Zeug, das hier, habe ich eigentlich erst, seit ich am Nordkap oben war, mit, als mein Bein dick wurde. Das behalte ich jetzt auch erstmal bei. Ja, ein bisschen abschwellend für die Muskulatur. Und dieses Zeug nutze ich schon seit Jahren eigentlich fürs Radfahren. Wenn du dir mal den Hintern aufrubbelst, dann kannst du dir den Hintern einreiben. Und jetzt mittlerweile auch für Blasen an den Füßen. Wobei da jetzt mir was besorgen will. C, D, tralala, ich komme nicht drauf. Ich schreibe es mal unten in die Kommentare, in die Beschreibung. Das hat mir auf meiner letzten Wanderung da zum Nordkap hoch jemand geschrieben. Das Zeug soll ich nutzen, das ist richtig genial. Ich habe es mir auch schon mal angeguckt im Internet. Werde ich mir bestellen. Ich kann darüber noch nichts sagen. Aber es soll wohl Wunder wirken. Also das werden wir auch besorgen. Und dann kommt hier noch eine kleine Packung dazu. Das hier ist ganz klar. Blasenpflaster brauchte ich noch nie. Weil, guckt mal hier, Nadel und Faden. Ha? Wenn ich eine Blase habe, auch ein guter Tipp von jemandem im Internet, dann nehme ich mir hier ein Stück Faden. Ich blende mal noch ein Bild ein vom letzten Mal. Ein Stück Faden. Ziehe den durch die Blase. Und lasse die Blase so austrocknen. Das heißt, in der Blase steckt dann der Faden. Beide Enden gucken raus. Und das dann so, dass das Wundwasser ablaufen kann. Dadurch geht die Haut, die drüber ist, nicht kaputt.
unten drunter kann sich neue Haut bilden und die oben, die stirbt dann irgendwann ab. Du läufst dir die Füße nicht blutig. Das ist ja das Schlimmste, was dir passieren kann. Offene Wunden blutig. Das war, wo ich zum Nordkap hoch bin. Ich hatte so eine Angst, ich hatte nasse Schuhe über mehrere Tage, dass die Haut so aufweicht, dass die abgeht. Da habe ich echt Befürchtungen gehabt, dass die Tour nachher vielleicht aufgeben muss, weil ich blutige Füße habe. Also Nadel und Faden nicht vergessen. Ja, das war es von der Sache ja eigentlich schon. Die zweite Sache, die ich vorhin ansprach, sind Feuchttücher. Ich nutze diese Dinger schon seit vielen, vielen Jahren. Sie haben den schlechten Ruf, dass sie die Kanalisation verstopfen und. Das ist alles richtig, wenn man Sachen aus Kunststoff nutzt. Die Dinger hier sind auf einer natürlichen Basis. Sind für Babys geeignet. Das heißt, sie sind zur Haut sehr freundlich. Das brauche ich wiederum. Ich habe ja davon gesagt, ich habe empfindliche Haut. Ich hatte ja auch Hautkrebs. Also super geeignet. Und dann sind sie aus Baumwolle und sie lösen sich auf und verschwinden. Ganz normal wie Klopapier. Feines Gewebe, super gut. Was mir hier dran gefällt, viele Leute oder einige Leute haben so kleine Handtücher mit. Die sind, wenn sie zusammen sind, so kleine runde Dinger, die machst du ein bisschen Wasser ran. Du brauchst wieder Wasser. Wenn du nicht genügend Wasser hast, ist auch dieser kleine Schluck Wasser nicht so gut. Und dann gehen die auseinander und sind dann etwa so groß wie so ein Feuchttuch. Gut, dann kann ich mich damit waschen, kann die Dinger auch so ausfringen. Die könnte man sogar trocknen lassen und nochmal nehmen. Ja, funktioniert. Diese Feuchttücher, die sind schon feucht. Ja, dadurch sind sie ein bisschen schwerer, aber sie sind schon feucht. Die Dinger nehme ich wirklich, um Wasser zu sparen, wenn ich unterwegs bin, von morgens im Zelt wach werde, abends, wo vollpennen gehe, wasche ich mir das Gesicht, ja, dann unter den Armen, an den Stellen, wo man schneller riecht, und dann habe ich dieses Tuch immer noch über. Diese Tücher, die sammle ich immer und die benutze ich dann wirklich dafür, dass nach dem Toilettengang, wenn ich das Klopapier eine Runde benutzt habe, mich richtig reinigen kann, weil es ist nichts schlimmer, als wenn du tagelang unterwegs bist und das Gefühl hast, dass du total verdreckt bist. Und es gibt Regionen auf dieser Welt, da ist kein Fluss, da ist keine Quelle, da ist nichts. Da bist du tagelang im Staub, roten, dreckigen Staub, und dann bist du echt über Feuchttücher glücklich. Und diese Dinger, wie gesagt, die sind so gut, die sind biologisch abbaubar, alles gut. Die sind, haben null Parfüm, also perfekt. Für mich die allerbeste Lösung. Und wie gesagt, Feuchttücher, ja, sie sind nicht gut, wenn sie synthetisch sind, aber das sind die hier nicht. Tolle Sache. Tüte, das, und wenn ihr mal guckt, ich packe das hier mal wieder rein. Das hat auch kein großes Packmaß. Das Ding kann ich gut einrollen, kann ich komprimieren. Wiegt nichts, die Tüte. Das kommt nicht da rein. Seifendose. Zack. Und das Handtuch stecke ich da eigentlich auch nicht mit rein. All die Weile, ich das auch mal brauche, wenn ich mir die Hände irgendwie abtrocknen will oder so. Guckt mal. Das hier ist doch cool. Kleines Packmaß. Ja. Wiegt nichts, ist nicht groß. Hygiene, Körperpflege und auch noch mein erstes Hilfe-Kit. Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was hier noch zukommt, ist dieses kleine Messer, weil hier ist eine Feile mit drin. Feile. Ja, ich habe auf meinen Touren festgestellt, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du irgendwo hinkommst und ungepflegt aussiehst. Ich habe es schon mal gehabt, da ist an meinem Fahrrad was kaputt gegangen. Ich hatte total schwarze Pfoten. Seitdem nehme ich übrigens Handschuhe mit zum Radfahren, also Bastelhandschuhe. Total schwarze Pfoten, dreckige Fingernägel, war im Gesicht total schwarz, also nicht schwarz, sondern dreckig von der Straße. Und wollte in einem Hotel einchecken, weil ich mal wieder duschen musste irgendwie.
Und dann bin ich da rein und da haben die mich echt nicht mit dem Arsch angeguckt, bis ich meine Kreditkarte auf dem Tisch hatte. Ansonsten vorher war es echt ein Graus. Die haben mich nicht wirklich vollgenommen. Die dachten, was ist das für einer? Für vollgenommen, was ist das für einer? Ja, und deswegen Hygiene. Hier kann ich mir auch mal, wenn ich längere Zeit unterwegs bin, hier ist eine kleine Schere dran. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann damit gut schneiden, aber man muss das ein bisschen üben. Das geht. Fußnägel eher sehr schwierig, aber okay. Und man könnte mit dem Ding auch noch irgendwas anderes schneiden. Aber dafür brauche ich es nicht, da habe ich ein Messer. Ja, das gehört hier noch mit rein. Kommt da auch gleich wieder rein. Nicht, dass es irgendwo verschütt geht und ich es beim nächsten Mal suche. Zack. Ja. Das war es jetzt dann wirklich schon. Wie gesagt, den Doktor habe ich abgewählt. Probiert es für euch. Probiert es echt mal. Es ist ein cooles Zeug. Für eine Woche vielleicht auch in Ordnung. Man muss nicht unbedingt Sachen waschen. Aber es lässt sich echt schlecht dosieren. Wirklich schlecht. Und wenn du damit dich mit einem Lappen wäschst, damit sparst du ja eigentlich am meisten Waschzeug mit einem Lappen. Dann ist es echt schwierig, das Zeug da drauf zu machen und die richtige Menge Wasser zu finden, um dass du es nicht rausspülst. Das lässt sich relativ schnell rausspülen. Also ich bin nicht überzeugt von. Probiert selbst. Jeder muss für sich wissen, ist was gut oder ist es nicht gut. Ich finde es immer blöd, wenn Leute sich nach anderen richten. Das ist so wie mit meinem Video, meine Ausrüstung. Ich blende es mal hier oben auch ein. Das ist meine Ausrüstung. Jeder sollte seine Ausrüstung selber finden. Ja. Gut, das war's. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr mir immer wieder folgt. Wenn ihr es gut fandet, was ich heute wieder erzählt habe, lasst bitte einen Daumen da. Wie gesagt, wenn ihr es schlecht fandet, auch das, aber bitte mit einem Kommentar, das wäre sehr gut. Mir bleibt nur mal wieder zu sagen, lasst bitte ein Abo da. So ein Abo kostet überhaupt gar nichts. Niemanden. Betätigt die Glocke, wenn ihr sagt, Mensch, wir wollen auch zukünftige Videos von dir sehen. Warum ein Abo? Einfach aus dem Grund, ich sage es immer wieder, ich unterstütze ganz viele soziale Projekte. Und wenn ich mit einem starken Background irgendwo hinkomme und sage, Leute, könnt ihr uns unterstützen, irgendwelche Firmen, Vereine, dann ist das immer leichter. Gut, ich danke euch, wie gesagt, und wünsche euch nur das Beste. Bis dann. Tschüss.